Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies 2. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, momentan scheidet so minimales bisschen die Zuversicht, dass wir in naher Zukunft wieder ein anständiges Update für die normale Version, die wir ja, keine Ahnung, 400 Folgen oder so lang gespielt haben, dass da mal ein anständiges Update kommt. Denn bis jetzt haben wir nur saisonale Updates bekommen. Und sind wir mal ganz ehrlich, die saisonalen Updates sind ja immer ganz nett. Die bringen uns irgendeine Pflanze in den Shop, meistens eine, die wir ohnehin schon kennen. Die man sich so quasi einfach nur wiederholen kann, falls man sie sich nicht geholt hat. Und sie bringen uns Piñata-Partys, die ein bisschen anders sind. Aber letzten Endes eigentlich das gleiche wie das, was wir jeden Tag machen. Ja, ist jetzt leider nicht so spektakulär, muss ich leider zugeben. Aber mal gucken, vielleicht, wer weiß, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und ganz bald schon steht ein neues Update an. Ich weiß es nicht. So, aber wir gucken hier mal rein, weil da hier ist so ein schönes Ausrufezeichen. Was hat das Ausrufezeichen zu bedeuten? Oh, ich kann die hier upgraden. Oh, was macht die dann? Was macht die dann? Die einmal upgraden? Machen wir es einfach, oder? Ich drücke einfach mal da drauf. Okay, ich denke mal, wir brauchen 50.000 Münzen, okay. Dass sie mehr schießt und mehr aushält, oder stärker wird? Weiß nicht, ich sage einfach mal ja. Nicht? So? Ja? Okay. Was macht sie nun? Warte. Ja, jetzt schießt sie mehr. Jetzt schießt sie definitiv mehr. Okay, dann haben wir sie aufgewertet. Und für sie brauche ich noch 7. Das heißt, noch 7 Mal. Dann kann ich die auch endlich upgraden. Das ist gut. Ansonsten haben wir noch nicht viel. Für sie haben wir Puzzleteile. Aber das sind, denke ich mal, keine Puzzleteile zum Freischalten, oder? Das ist das Problem. Naja, wir werden das schon irgendwann hinbekommen. Irgendwann wird das schon klappen. So, hier wird auch schon die ganze Zeit zwischen angezeigt. Wir könnten mal gucken, was wir für ein Puzzleteil heute machen können. Keins? Ah, jetzt. Das für das Bömpchen? Das klingt gut. Und es ist Schwierigkeitsstufe 1, das heißt, es ist machbar. Ja, wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigen, dass wir allmählich anfangen, so ein bisschen zu grinden. Also sprich, dass wir wirklich versuchen, Puzzleteile zu bekommen, dass wir Pflanzen versuchen zu bekommen, dass wir Verbesserungen versuchen zu bekommen. Da sind wir jetzt mittlerweile meiner Meinung nach doch drauf angewiesen. Denn wenn wir mal so sagen, wir haben jetzt schon so viel Zeit damit verbracht, hier irgendwo durch die Level uns zu kämpfen, aber mittlerweile wird es ein bisschen hart und ein bisschen schwer. Und da müssen wir dann halt mal ein paar andere Schritte eingreifen und gucken, dass wir ein bisschen besser vorankommen. Aber wir kriegen das hin, das ist alles kein Problem. Also ich bin mir das relativ sicher, dass wir über kurz oder lang das auf alle Fälle hinbekommen. Also es wäre doch gelacht, wenn das nicht klappen würde, oder? Also ich bin mir relativ sicher. Ja, dann habe ich das blöde Gefühl, dass der jetzt gleich anfängt zu trampeln. Ah, noch nicht. Okay. Und wir haben Dünger. Und wir haben, diese Pflanze. Das ist gut. Das heißt nämlich, ich werde den Dünger definitiv auf dem Kollapult anwenden. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir so alle treffen. Sowohl unterbrechen wir ihn, falls er wieder seine, oh, ich trampel jetzt über alles drüber, Attacke macht. Und zum anderen töten wir auch die Zombies. Oder machen ihnen zumindest Schaden, falls wir sie nicht töten. Das ist so ein bisschen, müssen wir mal gucken, ob wir sie damit überhaupt töten. Aber das sehen wir dann, ja. Apropos, wann willst du denn mal drüber trampeln? Hast du keinen Bock? Willst du nicht? Den müssen wir mal hier kurz ein bisschen stoppen. Ich glaube, die will nicht trampeln. Ja? Willst du? Jetzt will er. Und stopp! Ha! Der ist noch nicht mal einen halben Meter vorgekommen. Da haben wir schon unterbrochen. Tja, das war halt zu offensichtlich, mein liebes Ding. Das war zu offensichtlich, dass du da jetzt drüber trampeln willst. Und um ehrlich zu sein, ist es wirklich tatsächlich einfach. Also wenn ihr die ersten Stufen macht, die sind extrem einfach. Da müsst ihr echt nicht viel tun. Ich hebe die trotzdem mal zur Vorsicht auf, falls ich nur irgendwie einen Fehler mache und sie mich erwischen. Da haben wir ihn in die nächste Stufe geprügelt. Okay. Wir können ihn noch ein bisschen langsamer machen. Die habe ich alle, die brauche ich alle nicht. Komm, das hier werden wir mal los. Dann machen wir ihn noch mal ein bisschen langsamer. Der darf ruhig schön langsam bleiben. Einfach da.
Aber ich hätte noch gerne noch mal einen Pak Choi. Oh, da ist ein Gargantua. Der ist tatsächlich nicht so geil. Aber den kriegen wir auch. Ist kein Problem. Soll er ein bisschen drüber trampeln. Alles halb so weh. Dann lohnt sich's wenigstens mal. Und wäre geil, wenn ich die Rakete abbrechen könnte. Ich hab mit dem... Oh nein, er will trampeln, er will trampeln, er will trampeln. Nee. Was? 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 Oh, das war tatsächlich jetzt der falsche Dünger-Effekt. Jetzt habe ich es ein bisschen übersehen. Aber wir haben ihn in die nächste Stufe geprügelt. Das ist gut. Kann der mal down gehen, bitte? Kann der mal down gehen, bitte? Ja, hilft nicht. Ich werde ihm jetzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen unter den Latz knallen. Damit er hoffentlich endlich mal down geht. Ich habe meine Dünger zu sehr verschenkt. Ich hätte meine Dünger nicht so sehr verschenken dürfen. Verdammt! Verdammt! Sag mal, geht der jetzt endlich mal down hier? Und kann ich mal... Oh, endlich! Und kann ich auch mal endlich einen Dünger oder so haben? Bitte? Und da trappelt er drüber. Aber das war jetzt tatsächlich nicht so schlimm, weil da waren so viele Zombies auf der Lane. Da bin ich jetzt gar nicht böse, dass er da jetzt drüber getrampelt ist. So, jetzt Anna. Jetzt dürfte es allmählich wieder ein bisschen ruhiger werden. Erstmal den Gargantua aus dem Weg räumen. Wie hält er der aus? Mit Jeff? Der hat jetzt extrem viel ausgehalten. Aber da ist noch ein Dünger, deswegen machen wir die Attacke. Und wir haben ihn aufgehalten. Er wollte nämlich gerade chargen. Das habe ich nicht gesehen. Oh, so. Jetzt geht's auf. Oh, da ist ein Fackeltyp dabei gewesen. Der war aber nicht so nett. Der war überhaupt nicht nett. Jetzt ist mittlerweile die Zeit gekommen, wo das Ganze absolut kein System mehr hat. Jetzt ist alles einfach nur noch kunterbunt irgendwie zusammengewürfelt. Das da... damit der Fackeltyp hier eventuell drauf geht. Da sind schon wieder voll viel zu viel. Da einmal so durchrühren vielleicht. Oder haben wir einen neuen Dünger bekommen? Okay. Na komm schon. Du musst sterben. Da oben sind auch schon voll viele durch. Oh nein. Wir haben ein Problem. Houston, we have a problem. Wobei, wir haben kein Problem, weil... unser Boss ist fast down. Ha, siehste? Und wenn wir den Boss down haben, dann sterben alle anderen Zombies. Haha, dann ist das egal. Sehr gut. Na, immerhin, das haben wir dann doch noch geschafft. Jetzt habe ich mir schon echt gedacht, die vergeigt das noch. Oder haben wir gerade 50.000 für die Aufwertung bekommen? Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle zwei Puzzleteile für das Bömmchen. Jetzt frage ich mich nur, ob das so Puzzleteile zum Aufwerten sind. Ja, sind's. Okay. Was war, wenn wir sie aufwerten? Wahrscheinlich sind sie 50% schneller oder größer. Ich habe keinen Plan. Okay, damit haben wir das. Für die anderen bin ich noch zu schwach. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wobei, komm, wir versuchen es einfach mal. Ich meine, hallo, das wäre das Melona-Pult. Das wäre das Melona-Pult. Und es wird mir nicht angezeigt, dass die hier irgendwie in irgendeiner Form stärker werden. Nehmen wir das mal mit. Die hat jetzt so einen Rahmen bekommen. Wow. Ja gut. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass das Ding ein bisschen lauter ist, ne? Also halten wir uns schon mal die Ohren zu, sobald wir diese Pflanze aufs Feld schicken. Interessant, dass es halt ein Planungslevel ist. Ich bereue es jetzt schon, dieses Level gewählt zu haben. Was? Weil sie so teuer ist. Verstehe. Dann setzen wir... 325. Oh, wow. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich weiß nicht, ob wir sie dann überhaupt benutzen sollten. Jetzt mal ganz ehrlich. 325 ist ein bisschen arg viel. Wird die dadurch auch so verdammt viel teurer?
Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Wir versuchen es mal so. Tatsächlich, das hat mich jetzt übelst überrascht, dass die so viel teurer wird dadurch. Das ist krass. Ja, dann gucken wir mal, ob wir überhaupt eine Chance haben. Die Fackeltypi dürfte relativ schnell sterben, weil die halten sowohl diesen und diesen Beschuss zusammen nicht lange aus. Und spätestens, wenn sie ganz vorne sind, werden sie ja auch von denen hier beammelt. So, jetzt hoffe ich, dass die hier ganz schnell sterben, damit die nicht noch großartig Grabsteine spawnen. Und? Ah, der hat es natürlich noch geschafft. Also, sobald der Knochen fliegt, kommt auf alle Fälle ein Grabstein. Okay, ist aber kein Problem, weil wir haben ja Schaden, der über die kompletten Lanes geht. Und wir kriegen mehr Dünger. Das ist auch gut. Ja, dann schaffen wir das easy. Dann kriegen wir hier nämlich noch Puzzleteile für die Melone. Das ist auch gut. Die würde ich nämlich auch irgendwann sehr gerne freischalten. Ja, und wie ich dann von der Eispflanze irgendwann mal endlich Teile bekomme, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Da bin ich mal gespannt, wie wir das machen. So. Dann schauen wir mal. Das haben wir. Das ist soweit alles ganz okay. Ich schicke mal eine Wolke durch. Komm, wir schicken mal da eine Wolke durch. Wenn da schon so ein Gargantor vorne steht. Hält aber lang durch, ne? Hält aber ganz schön lang durch, der Gargantor. Ah, jetzt hat es ihn endlich erwischt. Und dann werden noch zwei andere Zombies erwischt. Okay. Oh, da ist sogar random schon ein Puzzleteil geflogen gekommen. Das ist ja cool. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Da, 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 da. Da, 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 da. So, so, muss ich nur eine ganz, 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 ganz dringende Antwort wegschicken. So, okay. Ach komm, wir pritzeln uns nochmal durch die Gegend. Die sind ja eh schon fast alle tot hier. Ja, den da. Tatsächlich scheint mir die Pritzelwolke aber nicht mehr ganz so stark zu sein. Sie erwischt zwar sehr viele, aber sie scheint mir ein bisschen schwach zu sein. Könnte natürlich aber auch daran liegen, dass sie ja jetzt diese verschiedenen Stufen haben, diese Stärkestufen, dass sie dadurch halt einfach die Pflanzen auch minimal schlechter gemacht haben. So. Dann schauen wir mal. Den da oben müssen wir noch wegbekommen. Ah ja, er gibt schon auf. Ah komm, du kriegst trotzdem eine Wolke. Nur für dich. Nur für dich. Haha. So, okay. Willst du auf den Gargantua gehen, Wölkchen? Nein. Schade. Doch, 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 doch. Scheint so, oder? Geht der auf den Gargantua? Es sieht so aus. Oder ist noch ein zweiter Gargantua? Okay, er ging auf den Gargantua. Definitiv der Gargantua hat sein Licht schon abgeschossen. Wunderbar. So. So weit, so gut. Die Gargantua ist schon ein Stückchen weit vorne. Das ist nicht gut. Okay, egal. Düngerino! Ich meine, das sind so Speziallevel, ne? Also so mit voll starke Zombies und so. Da muss man auch mal... Oh, nochmal ein Puzzleteil. Da muss man auch zwischendurch mal zu härteren Mitteln greifen. Das hilft alles nichts. Oh, aber jetzt habe ich ein bisschen Sorge, ob wir das noch schaffen. Oh, oh. Oh, oh. Was kostet ein Dünger? Okay. Okay. Oh, gut. Wir mussten die 8 Dias ausgeben. Wir hätten das sonst nicht mehr geschafft. Und ich will doch unbedingt die Teile haben. Ich will... Oh, C. Aber wir haben die 2 Teile bekommen. Gut. Achso, die werden also im Level abgeworfen. Hm. Aber die hier schaffen wir nicht mehr, oder? Na komm. Hallo? Okay, dann halt nicht. Glaub, die schaffen wir nicht. Es ist ein bisschen... Hä? Was? Was willst du? Ach, das hängt wieder hinterher wahrscheinlich. Schauen wir mal nochmal da rein. Oder nein, warte, warte. Bevor wir das machen, schauen wir mal da rein. Wir müssen ja noch unseren Daily Draw da machen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das müssen wir noch machen, weil wer weiß, was wir da nicht Schönes rausbekommen. Ich glaube, da kann ja so ziemlich alles rauskommen. Also, und es ist... Oh, 2 Teile für den normalen Shooter. Ich bin begeistert. Das hätte auch was Schöneres sein können. Hier, glaube ich, kann man ja nie was machen, ne? Genau, da müssen wir Dias zahlen oder Wert drücken. Hä? Das wollte ich nicht.
Ach so. Ja, hier kann ich halt so Power-Up-Sachen kaufen. Aber gut. Also, für die brauchen wir noch 20 Sterne. Hier bräuchten wir noch ein paar Sterne. Hier sind wir noch gar nicht. Hier bräuchten wir noch Sterne. Ja, das sind wir noch gar nicht. Münzen haben wir 100.000. Das heißt, hier lässt sich momentan nicht wirklich was kaufen. Leider. Gut. Dann schauen wir jetzt hier nochmal überall rein. Vielleicht haben wir ja irgendwas... Also, das war dasselbe Tab. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was wir übersehen haben. Nee, hier waren wir ja drin. Da haben wir nichts übersehen. Das passt soweit. Ja, wir müssen uns einfach auch wirklich alle paar Folgen mal die Zeit nehmen, einfach da durchzuswitchen. Das geht nicht anders. Die hat halt jetzt mittlerweile schon ein Update bekommen. Ach ja, stimmt, das ist die Münzen dann spuckt. Die da. Ja. Die soll das haben. Danke. What? Was war das denn? Das war ziemlich heftig. Okay. Ich muss mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Ob wir dann nächste Folge jetzt einfach die Level ganz normal weitermachen. Oder ob wir versuchen, wieder auf Sternejagd zu gehen. Oder ob wir erstmal in die anderen Level zurückgehen. Das werde ich, glaube ich, aber nächste Folge entscheiden. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.